Nimm das, du schäbiges Schalentier! Dir werde ich Manieren beibringen! Hast du es kapiert, du miese Miesmuschel? Ahoi, Landeichhörnchen! Pass auf! Vorsicht! Halt durch, kleines Hörnchen! Du hast tapfer gekämpft, Miesmuschel, doch nun schlägt dein letztes Stündchen. Hey, ich schaff das ja wirklich. Deine Schale ist mein. Hey, ich find Karate auch gut. Also, und wie heißt du? Ich heiße Sandy. Und wie ist dein Name? Ich bin SpongeBob! Okay, SpongeBob, dann sieh dir mal das an. Versuch's doch auch mal, Sandy. Gut gemacht, Sandy. So, für heute reicht's dann auch. Wie wär's mit ein bisschen mehr Gewicht? Seht her. Also gut. Zurücktreten, bitte. Jetzt passt mal auf. SpongeBob. Sandy. Du hast völlig recht. Wenn du mein Freund sein willst, dann sei einfach du selbst. SpongeBob! Halt dich fest, Kumpel! Manchmal ist dieser Schwamm wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt. Das sieht ja fast so aus wie zu Hause. Guck mal, da ist Gary. Gary, komm her, Gary! Hey, bleib bloß weg von ihm, Patrick. Merkst du nicht, dass das ein Trick ist? Die Aliens projizieren unsere Erinnerungen auf die Umgebung hier. Die wollen uns verwirren. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben, und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Genau, aber ich fall da nicht drauf rein. Sauber erwischt, Kumpel. Sandy ist sicher stolz auf dich. Sandy? Die habe ich ganz vergessen. Sie ist sicher stinksauer wegen der Rakete. Aber wenn wir ihr ein echtes, lebendiges Alien bringen, wird sie Augen machen. Sie küsst mir die Füße. Au! Sieh dir das an, wie sie da drin umherkrabbeln. Sieht übel aus. Wo das herkommt, gibt es noch mehr. Was machst du denn so spät noch hier? Aber egal, was du machst, es kommt auf jeden Fall in deine Schulakte rein. Sind das Terroristen? Was nennt die sich ein? SpongeBob, ich glaube, wir müssen zweimal fliegen. Die gehen nicht alle hier rein. Wir haben ja keine Zeit. Du musst fester schieben.
SpongeBob, was soll denn das? Dich kann man ja keine Minute lang alleine lassen, ohne dass du gleich ein riesiges Chaos anrichtest. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast deine ganzen Freunde und Nachbarn da reingestopft, wie die Ölsardinen in die Dose. Und ihr habt mir mein wissenschaftliches Experiment versaut. Ihr solltet euch schämen. Alle beide. Hätte ja klappen können, Sandy. Oder besser gesagt, Fräulein Alien. Aliens? Ach, darum geht's euch also. Wir sind nicht auf dem Mond. Wir sind immer noch im Bikini-Bad. Da kannst du mal sehen. Man darf niemandem trauen. Aha, dann warst du die ganze Zeit auch ein Alien. Und du hast es mir noch nicht mal gesagt. Ich hab's ja auch nicht gewusst. Ach ja? Tja, jetzt hab ich dich. Oh nein, mich kriegst du nicht. Sondern ich krieg mich selber. Junge, ich freu mich schon auf Sandys Gesichtsausdruck. Sandy, ich bin wieder da. Wow. Bikini Bottom hat sich ganz schön verändert. SpongeBob! Die Aliens wollen ein Wörtchen mit dir reden! Hallo SpongeBob, wie läuft's denn so? Komm nicht zu nah, Sandy. Ich riech ein bisschen streng, wenn ich Eisen stemme. Guck dir das an. Also streng riechen tust du. Das liegt an meinem hypermodernen Hantelset. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, SpongeBob, aber damit wirst du wohl nicht sehr weit kommen. So, meinst du? Ja, zumindest wenn's so aussehen soll. Oder so vielleicht. Oder so! Vielleicht könnte ich ja wirklich Hilfe brauchen. Wenn du einen Buddy wie meinen willst, musst du auch mein Trainingsprogramm durchziehen. Das wäre ja toll, Sandy, wenn du mit mir trainierst. Ich sehe mich schon vor mir. La 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 la. Gute Nacht, Gary. Ja, das würde einen ganz neuen Schwamm aus mir machen. Dann komm heute Nachmittag um 5 zu mir und den Wasserhelm nicht vergessen. Nur streng dich an, SpongeBob. Das sind doch nur Liegestützen. Na los, ich schaff's das schon. Eins. Alles klar, Fäuste hoch. Sie sind oben. Ding Dong. Spürst du, wie es brennt? Ja, ich spür schon was. Und jetzt nach den Aufwärmübungen machen wir weiter mit der Armpresse. Die Armpresse? Klasse. Das Eichhörnchen will mich wohl umbringen. Da wären wir. Ganz toll, Sam. Hat Spaß gemacht. Machen wir mal wieder. Ciao. Diese Trainiererei schlägt bei mir nicht an. Aua. 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 Weiter! Oh, das war's dann. Jetzt merken alle, dass ich bloß so getan habe. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss es versuchen. Ich kann es schaffen. Ich hab Ankerarme. Ich bin kein Weichei. Ich bin ein toller Hecht. Ja. Ja, verkackt. Ich glaube, er hat verloren. Ist ja auch egal. Sandy! 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 Sechsundneunzig, siebenundneunzig, achtundneunzig, neunundneunzig, 100. Ich will nochmal 100. Das tut weh. Eins,
zwei, drei, vier. Jetzt haben wir endlich das richtige Training für dich gefunden. Neun, zehn. Kannst du das mal aufheben? Nie wieder Karate. Wie soll ich das bloß Sandy erklären? Ja! Sandy, warte. Mr. Krabs hat gesagt, ich darf kein Karate mehr machen. Der Trick ist zu billig, SpongeBob. Nein, wirklich, ganz im Ernst. Bitte glaub mir doch. Da fall ich nicht drauf rein, SpongeBob. Ist aber echt so. Bitte, hör auf. Ja, was? SpongeBob! Mr. Krabs! Was habe ich dir gerade eben gesagt, hä? Aber ich, sie... So, Minion, du bist gefeuert! Hä? Gefeuert? Hä? SpongeBob? Moment, Mr. Krabs, es ist nicht seine Schuld, sondern meine. Er wollte es mir erklären, aber ich habe nicht zugehört. Geben Sie ihm noch eine Chance, bitte. Also gut, Minion, ich gebe dir noch eine Chance. Aber hör auf mit dem Karate. Das verwirrt nur deinen Verstand. Säugetiere. Oh, Schreck, lass nach, das war voll knapp. Du hast doch nicht geflunkert. Naja, mir ist das sowieso langweilig geworden. Hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich meine, was ist schon besonders komisch an sowas? gar nichts. Das ist alles überhaupt nicht komisch. Uns fällt bestimmt noch was ein, was... neunmal so viel Spaß macht. Echt jetzt? Mal überlegen. Na klar, ja. Zum Beispiel können wir Sachen auseinanderziehen. Na, wie spaßig war das? Fast schon ein bisschen. Oh ja, ich weiß was. Wir können Pflanze spielen. Photosynthese. Photosynthese. Kommst du mit in den Park? Karate ist sowas von doof. Ja, also das kannst du laut sagen. Ich komme mir schon doof vor, wenn ich bloß daran denke. Ich bin ein Dummer. Ich mag nämlich Karate. Du magst was? Nicht Karate. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich auch. Ich habe sowas von null Ahnung davon, dass... Einen Moment lang dachte ich, das hört sich an wie... Karate? Ja, genau. Ich meine, nein, was ist dieses Karate? Was möchtest du auf dein Sandwich? Karate! Wie war das eben? Ich hab Senf gemeint. Ich will Senf auf mein Sandwich. Ah, guck mal, da ist der ja schon. Wie viele Scheiben Seegurkensalami willst du? Eine. Nur eine. Also eine für dich. Und eine für mich. Also, bevor du sie wegpackst, ich glaube, ich möchte noch eine. Ich habe irgendwie Hunger. Aber gern, Sandy. SpongeBob? Ja? Könnte ich vielleicht die Scheibe abschneiden? Ja, sicher. Danke. Sind's jetzt genug? Vielleicht doch noch eine mehr. Oder zwei. Oder drei. Oder zehn. Zehn, ja, zehn. Wir haben einen Riesenhunger. Ja. 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 Und jetzt die Brötchen. Ja. Wie wär's mit ein paar Tomaten? Und ich schneide den Käse. Ja! Was schneiden wir jetzt auf? Mehr Brötchen. Und Salat. Ja! Puh, Sandwiches machen macht wirklich Spaß. Stimmt, Sandy, oder? Naja, ich werde dann mal eins essen. Dich mach ich fertig. Da träumst du von... Ja. Großer Neptun. Glaubst du, Mr. Krabs macht auch mal Karate? Mr. Krabs! Hey, Mr. Krabs, na, wie geht's denn so? Schöner Tag heute, hä? Oh, also schön, Mr. Krabs, Sie haben mich erwischt. Aber wissen Sie was? Ich kann mich einfach nicht beherrschen. Sie müssen mich wohl oder übel feuern. Dich feuern? Ich hatte da an etwas ganz anderes gedacht. Ja!
liebe Karate. Und ich liebe Umsätze. Und ich hasse euch alle. Oh, weia, Gary. Mir geht's ganz furchtbar. Ich brauch mir nicht vorzumachen, Gary. Ich hab den Blubber, da gibt's keinen Zweifel. Ich muss schnell was tun, bevor es noch schlimmer wird. Hey, hallo! Sandy, ich bin krank. Kannst du mich zum Arzt begleiten? Ja, aber klar, SpongeBob. Ich bin schneller bei dir als ein hoppelnder Hase vor einer hechelnden, aufgehetzten Hundemeute im Hochmoor. Okay, Sandy, danke. Was? Oh, oh, da ist Sandy. Ja. Es ist niemand da. Du machst jetzt sofort die Tür auf. Manchmal verstehe ich diesen Seestern einfach nicht. Hey! Raus mit der Sprache. Wo ist SpongeBob? Er ist momentan nicht im Hause. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Piep. Also gut, dann sag mal, seit wann hast du denn zwei Häuser? Seit mir in dem einen der Platz ausgegangen ist. Aha, ah ja. Und seit wann hat dein Haus Beine? Das ist so eine Art Wohnwagen. Hallo, Sandy. Also, diese Schlammtherapie wirkt ganz ausgezeichnet. Spinnst du? SpongeBob muss dringend zu einem richtigen Arzt. Nein, muss er nicht. Bei mir ist er in den besten Händen. Los, zeig's dir, SpongeBob. Sag, ah! Siehst du, ihm geht's noch schlechter, als ich gedacht habe. Was meinst du denn damit? Ihm geht's gut. Mir geht's gut, Sandy. Wirklich. Ich bring dich jetzt auf der Stelle ins Krankenhaus. Hey, das ist mein Patient! Zum Arzt bringen, so weit kommt's noch! Sei nicht albern, Patrick! Er gehört mir! SpongeBob, gleich geht's dir besser! Ich rette dich! Mir geht's besser, Leute, ehrlich! Jetzt sieh dir mal an, was du gemacht hast. Wieso denn ich? Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Weißt du was? Einsperren sollte man dich wegen Hochstaplerei. Moment, ich bin ein guter Arzt, SpongeBob. Hab ich ja. SpongeBob! Ich kann dich bremsen. Nein! Hilf mir! Klingende Münze. Mr. Krabs! Nein! SpongeBob? Hilf! Stopp, SpongeBob! Tja, Mr. Schwammkopf, der Blubber hat Sie erwischt. Sind Sie bereit für die Behandlung? Ich muss aber keine alten Zeitschriften lesen, oder? Nein, Sie bekommen die Schwammbehandlung. Hast du gehört, Hans? Oh, yeah. Das kitzelt. Ich rieche wieder was. Yeah. Yeah. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich liebe die Ärzteschaft. Hier ist ein Lollipop. Fröhlichen Valentinstag, SpongeBob! Ich bin ganz vernusst in dich. Und ich bin ganz verblubbert in dich. Mmh, Schokolade! Super lecker! Und wie sich Patrick erst freuen wird. Sag mir noch mal, wie es abläuft. Okay. Schritt 1. Patrick und ich gehen auf den Valentinstag-Rummelplatz. Schritt 2. Ich positioniere Patrick und mich auf dem höchsten Punkt des Riesenrads. Schritt 3. Du triffst am vereinbarten Treffpunkt ein und stellst maximalen Sichtkontakt her. Schritt 4. Patrick ist gerührt. Mission erfolgreich beendet. Sandy, SpongeBob! 7-3, Sandy. SpongeBob hier. Hab Sichtkontakt zum Rummelplatz. Zielannäherung jetzt? Besser noch nicht, Sandy. Patrick versucht immer noch zu erraten, was ich ihm schenken will. Dieser verrückte Schwamm.
Muscheln! Schokolade fressende Muscheln! SpongeBob an Sandy, du kannst das Ziel jetzt ansteuern. SpongeBob, wir haben da ein kleines Problem. Dieser Schwarm Schokolade fressender Muscheln will sich über den Ballon hermachen. Jetzt verschwindet, ihr verfressenen Viecher! Ja. Bei mir wird's ein bisschen später. Später? Aber was ist mit... Patrick. Nimm ihn mit aufs Riesenrad. Wir treffen uns da. Sandy, Ende. Wenn Patrick sein Geschenk nicht bekommt, dann... Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es nicht da oben ist. Patrick! Ja, eigentlich ist es auf dem Riesenrad. Ja, das Riesenrad! Oh, ich freue mich schon wie verrückt auf das tollste Valentinsgeschenk aller Zeiten. Tja, und hier bekommst du es überreicht. Hoff ich doch. Halt einfach Ausschau in diese Richtung. SpongeBob an Sandy. SpongeBob an Sandy. Bitte melden, Sandy. Sandy an SpongeBob. Ich habe hier den Kuhmist am Dampfen. Ja, ich bin vom Kurs abgekommen. Die Muscheln knabbern den Ballon an. Sie sind überall. Hä? Oh, Feier. Wir sinken, SpongeBob. Geh über zu Plan B. Nein, nicht Plan B, Sandy. Bitte nicht. Nein. Oh, Mann. Patrick, kennst du das, wenn man sich was ganz Besonderes vornimmt und das aber einfach nicht klappen will? Nein, wieso? Algengrütze? Heilige Makrele, ist das eine heiße Hitze hier oben? Nein, lass Geschenk, das! Geschenk! Geschenk! Bitte nicht! Geschenk, halt! Geschenk! Aufhören! Geschenk, Patrick, jetzt lass das Geschenk, doch! Hör auf, Geschenk, bitte! Geschenk! Nicht, Patrick! Geschenk! Patrick, hier ist es! Was ist das? Ein Händedruck, ein freundlicher Händedruck. Ein Händedruck? Das ist das Geschenk? Du gibst mir einen Händedruck? Einen freundlichen Händedruck. Fröhlichen Valentinstag. Auf geht's, ihr Schellfische! Muschelgalopp! Zack, zack! Ja, Sandy ist da! Juhu! Sieh doch, Patrick, es ist da, es ist da! Das tollste Valentinsgeschenk aller Zeiten ist direkt hinter dir! Och, wer's glaubt? Aber ich sag's dir, da ist es, dreh dich um! Oh. Ach schon, jetzt dreh dich um! Ihr haltet mich wohl für ganz schön bescheuert, ha? Ja! Dreh dich um! Nö! Dreh dich um! Nichts da! Ich sag euch das jetzt zum ersten und zum allerletzten Mal. Also passt gut auf! Ich werde mich nicht, ich wiederhole nicht, umdrehen und zwar aus welchem Grund auch immer. Klar? Hallo, Patrick! Hi, Sandy! Fröhlichen Valentinstag, Patrick! Ja! Ja! Mein Valentinsgeschenk! Hey, ist das massive Schokolade? Patrick, nein!